Der Erfolg des FC Chelsea im neuen Jahrtausend geht Hand in Hand mit Eigentümer Roman Abramowitsch. Nach 15 Jahren könnte die Ära des russischen Milliardärs bei den Blues allerdings bald enden. Wegen ständiger Probleme mit der Einreise nach England ist der 51-Jährige offenbar gewillt, seinen FC Chelsea zu verkaufen. Der geforderte Kaufpreis würde den Weltrekord pulverisieren. Im Sommer 2003 übernahm der russische Milliardär Roman Abramowitsch Premier League Club FC Chelsea und machte mit seinen Investitionen die Blues zu einem Top-Team in England und ganz Europa. 15 Jahre später könnte sich die Zeit des 51-Jährigen als Chelsea-Eigentümer dem Ende entgegenneigen. Wie der Informationsdienst Bloomberg und die britische Zeitung Mirror berichten, sucht Abramowitsch bereits nach einem Nachfolger. Grund für seinen Rückzug seien vor allem die Visa-Probleme bei der Einreise nach Großbritannien. Diese hängen wohl mit dem Giftgasanschlag auf Sergei und Julia Skripal im vergangenen März zusammen. Seither werden russische Anträge auf Einreise mit großer Verzögerung bearbeitet, berichtet Bloomberg weiter. Bekommen Hazard L., Morata R. und Co. bald einen neuen Eigentümer. Und auch bei der Regierung stünden wohlhabende Russen, die in London eine Niederlassung besitzen, besonders im Fokus. Das Geld, das aus Russland nach Großbritannien fließt, werde als Gefahr für die nationale Sicherheit ausgemacht. Abramowitsch und dessen Anwälte schweigen zu alledem. Der Mirror schreibt allerdings, dass ein potenzieller Käufer bereits ausgemacht wurde. Demnach interessiere sich der US-Unternehmer Paul Allen für die Blues. Der Mitbegründer des Software-Riesens Microsoft ist in der Sportwelt kein Unbekannter. Er besitzt bereits das Basketballteam Portland Trail Blazers aus der NBA und die Footballmannschaft Seattle Seahawks aus der NFL. Als Kaufpreis stehen umgerechnet gut 3,4 Milliarden Euro im Raum. Vermitteln soll dabei kein geringerer als Lewandowski-Berater und enger Abramowitsch-Vertrauter Pini Zahavi. Der 75-jährige Israeli hatte schon bei Abramowitschs Chelsea-Kauf im Hintergrund die Fäden gezogen. Nun soll er ihm helfen, die Blues wieder abzustoßen. Sollte Abramowitsch tatsächlich eine solche Summe geboten bekommen, wäre es mit Abstand die teuerste Übernahme in der Fußballgeschichte. Ein erstes Angebot über 2,3 Milliarden Pfund hatte der Russe noch abgelehnt. Was wird aus den Stadionplänen? An der geplanten Übernahme hängen wohl auch die Pläne für den Bau einer neuen Stamford Bridge. Die geplante Errichtung einer 60.000 Zuschauer-Arena wurde im Mai gestoppt, eben aufgrund der Visa-Probleme von Abramowitsch. Der Bau ist mit einer Milliarde Pfund veranschlagt.